Hallo meine Lieben, willkommen wieder zurück bei Die Akranka Buddha, willkommen bei diesem Video. Was machen wir heute? Heute möchte ich mit euch ein Ritual machen, was an sich schade leider nicht so lange ist, dafür aber finde ich sehr furchteinflößend und es heißt der Gehängte. Was muss man tun? Es ist eine Art Selbsttest. Und zwar seht ihr hinter mir, wenn man es gut sieht, ich hoffe es ist nicht allzu dunkel geworden, einen Galgen. Einen Strick. Und ich werde mich jetzt vor diesen Strick stellen, also mit dem Rücken zum Strick. Und links und rechts von mir sind jeweils eine weiße und eine schwarze Kerze. Was muss man tun? Ihr müsst euch in diesem Fall, also beziehungsweise ich werde mich für eine Farbe entscheiden müssen. Und zwar die, die meiner Gesinnung entspricht. Denke ich eher, ich bin ein guter Mensch, also überwiegend gut oder überwiegend böse. Was passiert, wenn ich mich falsch entscheide? Entscheidet man sich falsch in dem Fall? Wird man bestraft. Das heißt, der Galgen wird sich um deinen Hals legen und dich ersticken. Im Normalfall ist es ratsam, dieses Ritual erst gar nicht zu machen. Falls doch, macht es zu zweit, sodass einer mit einer Schere in der Ecke steht. Und das ist jetzt kein Witz, ja. Macht das Ritual nicht, okay? Und ein Galgen, woher man weiß, wie man Galgen strickt, ist bei mir aus dem Mittelalter hängen geblieben, ja, von den Mittelalter Freaks und trotzdem macht das Ritual nicht, okay. Und ich bin gespannt, was passiert und ich würde sagen, beginnen wir einfach mal. So. Ich stelle mich an den Galgen und wähle meine Farbe. Links ist meine weiße Kerze, rechts meine schwarze. Ich entscheide mich für die Weiße, weil ich finde, dass ich ein doch guter Mensch bin und finde auch, dass das überwiegt an mir. So. Ich habe mich für meine Weiße, für meine Helle, für mein Licht entschieden. Denn ich finde, es entspricht mir. Sollte meine Wahl falsch gewesen sein, bin ich bereit für meine Strafe. Bewegt er sich? Scheinbar habe ich mich richtig entschieden und bin froh darum. Jetzt müsst ihr die Kerze, die euch nicht entspricht, auspusten. So. Die, die euch entspricht, lasst ihr noch eine Weile brennen. Also das war schon echt ziemlich creepy, weil ich konnte jetzt das ja den Strick in meiner Kamera sehen. Oh, ich bin voll nervös, Mann. Ich hatte voll Schiss irgendwie, dass da wirklich einer draus. Ich bin natürlich froh, dass meine Wahl die richtige war, dass mein Sein mehr aus Licht als aus Dunkelheit besteht. Wer freut sich darüber nicht, mal im Ernst. Und deswegen, ja. Bin gerade ein bisschen sprachlos, sorry Leute. Also wie gesagt, ich bin froh, es macht das Ritual bitte nicht nach, ja. Und das mit dem, also ein Galgen ist
Stellt euch mal vor, jemand kommt ins Zimmer, der denkt, ihr wollt euch umbringen oder was. Deswegen, also ich bin froh, dass meine Wahl die richtige war, dass mein Wesen mehr aus Licht als aus Dunkelheit besteht. Es ist immer ein Risiko, denn wer weiß das wirklich von sich, ja? Natürlich denkt man, man ist eher gut. Und manche Leute glauben, sie sind eher böse oder haben eine schlechte Gesinnung. Aber stimmt es wirklich? Ja, und das ist eben die Frage Selbsteinschätzung. Dieses Ritual soll im Prinzip darauf abzielen, dass man sich auch einfach bisweilen selbst kennen sollte. Ja? Ich hoffe, das Ritual hat euch gefallen. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Nicht nachmachen, wie gesagt, kann ich gar nicht oft genug sagen, macht es nicht nach. Und nicht, dass auch was schief geht, okay? Will ich ja für euch nicht. Und schreibt es mir. Sagt, wie ihr es gefunden habt. Zwar jetzt nicht sehr lange, leider, aber trotzdem ein gutes Ritual, finde ich, also ein sehr gruseliges Ritual, weil, ey, was da abgehen könnte. Und ja, ich weiß, ihr wünscht euch mehr so gruselige Rituale. Ich habe auch noch ein paar im Petto, werden auch noch kommen. Zwischendurch halb auch immer mal wieder Hexenrituale-Videos. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Eure Angra Boda. Ciao!